jetzt gleich. Okay. Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin euer Udo zur dritten Session der sechsten Runde. Oder zur sechsten Session der dritten Runde, was weiß ich. Hier bei Crusader Kings 2. Gemeinsam mit meinem Freund Schweiger. Wir erobern die Welt oder zumindest das Abbasidenreich oder zumindest gar nichts. Eigentlich hängen wir nur rum und versuchen zu überleben und möglichst groß zu werden. Aber bis jetzt war das mit noch nicht sehr viel Erfolg gekrönt. Hallo Schweiger. Ja, hallo, oder? Und eigentlich mussten wir das gar nicht mehr machen, oder? Weil die Leute, die sich das anschauen, haben sich sicherlich irgendwelche Folgen davor auch angeschaut. Naja, gut. Machen wir einfach weiter. Pause weg. Everyone gets exactly the same amount of whatever sweets the cook gives a child. Okay, gut, ich muss auf Pause drücken. Es sind zwei Sachen passiert. Achso, nur irgendjemand möchte. Man wird verheiratet. Und ich habe meine dritte Frau. Okay. Gut, ja, zurück zu meinem Neffen. Zum Hafes. I'm proud of him. Gains the trade just. Hafes Opinion geht auf plus 5. Time to explain how the world works. Dann verliert er just. Aber just ist, glaube ich, gut, oder? Wenn er Herrscher wird, ist es gut. Es ist auch gut, wenn er ein Vasall ist, wenn er keine guten Intrigen hat. Und Spy Master will ich eh nicht aus ihm machen. Passt. Sehr gut. Mein Neffe wird besser als sein Vater. So, und ich kann mich jetzt konzentrieren auf die Aufgabe, 10 Kinder zu kriegen. Und sollte ich 10 Kinder haben, mache ich dann tatsächlich eine Hatsch. Ja. Ich habe wieder auf Play gedrückt. Ja, ich habe es gesehen. Sehr gut. Tu das. So, außerdem überlege ich mir jetzt, wer für die letzten Monate, bis mein Bruder 16 wird, ihn erziehen wird. Ist das entscheidend? Ich glaube, das macht ziemlich einen Unterschied dafür, was er dann, das ist diese letzte Ausbildung, die man dann kriegt. Also dieser Ausbildungsstatus, der ganz links bei den Trades steht. Okay, ich pausiere. Warte mal, warte mal, warte mal. Das gefällt mir gar nicht. Wer ist jetzt gerade gestorben? Ist gerade mein Sohn gestorben? Nein. At age 29, was poisoned to death on the order of India, daher auf meinen Kopf. Wer war das? Von meinem Emir ist umgebracht worden. Okay. Er hat jetzt schon 4 Frauen gehabt, 2 davon sind umgebracht worden. Okay, gut, das ist wurscht. At age 29, Safiya Halabid was murdered on the orders of Abbasar. Ah. Ah, und ich dachte, nein, das ist eh nur die Frau von meinem Dings gewesen. Und ich dachte, das hat was mit meinem Sohn zu tun, und zwar deswegen, weil das Bild von ihr ist genau gleich wie das Bild von seiner Gouvernante. Und im ersten Moment hat es so ausgeschaut, als er hätte sie angeordnet, meinen Sohn umzubringen. Das wäre nicht so gut gewesen. Das ist immer das Schlimmste. Ja. Was? Situation, ne? Du ja, siehst ja immer gleich das Schlimmste in jeder Situation. Ja, natürlich. So, nicht paranoid. Ziemlich zur gleichen Zeit spielt sich auch im größeren Norden ein bisschen was ab. Auch hier gab es einen Todesfall. Der zweite Sohn meines Emirs Al-Ala ist verstorben, unter seltsamen Umständen, die aber niemals ganz geklärt werden. Ich kann nichts dafür. Und in an unrelated matter, my wife is pregnant. Hey.
Fischer an. Jo. Okay. Gratulation zum baldigen Vaterwerden. Ja, schon wieder. Genau. Weiter geht's. Ich wette, ich krieg jetzt keine Kinder mehr, oder nur eines. Shaiki, ja, ja, of Aswan accepted. Na okay, das war abzusehen. Und Aswan ist jetzt auch Teil unseres wunderschönen Reiches. Meine zweite Frau, one of your beloved wives covets the position of first wife and has been trying to woo you into elevating her to that status. Jetzt kann ich sie entweder zur Erstfrau machen, oder ich kann die Situation so lassen, wie sie ist. Und im Wesentlichen führt es dazu, dass mich eine von den beiden umbringen wird, vermutlich. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Das ist wahrscheinlich einer der Nachteile, wenn man mehr als eine Frau hat. Warte, ich schaue gerade, welche mehr Intrige hat. Oh, oh, die zweite Frau, die Erstfrau werden will, hat 18 Intrige. Ja, nicht schlecht. Kannst du sie zum Spymaster machen? Ja, das werde ich jetzt machen, als Trostpreis. Also sie bleibt Zweitfrau. Weil meine Erstfrau hat drei Kinder mir schon geboren, unter anderem einen Thronfolger, und ist jetzt wieder schwanger. Das ist ein eindeutiges Argument. Aber tatsächlich, werde ich mal schauen, meine Erstfrau war bis jetzt Spymaster und die wird jetzt abgelöst von meiner Zweitfrau. Und ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Aber ich schicke meine Zeit vor nach Konstantinopel. Jetzt soll sie Technologie studieren und niemanden umbringen. Gut, weiter geht's. Meine Güte, die Levels gehen so langsam rauf bei mir, das ist ja unfassbar. Pass auf, das schaue ich gar nicht. Oh, ich habe urviele Truppen. Ja, ich nicht. Das ist ja das Problem. Ah, weil ich einen guten Marshall. Das ist natürlich ein Problem. Ich sollte jemanden angreifen. Na, deine Truppen sind niedrig, habe ich gerade gehört. Ja, ja, komm nur rüber. Wenn du mich angreifst, greifst du auch meinen Im hier an. Ich kann ja eins. 47 Truppen kannst du aussehen, das ist ja halt, ja. Ah, meine Baracken sind fertig. Jetzt habe ich noch mehr Truppen. Ja. Tatsächlich. Und noch dazu gute Truppen. Ich muss was Neues bauen. Ich kann mir nichts leisten. Ich hätte mich nicht ausrauben lassen sollen. Hast du dich denn ausrauben lassen? Ja, um 5 Schilling. Was, wofür hast du die 5 Schilling bezahlt? Nein, ich bin... Jemand hat mich über den Tisch gezogen, das war ein Ereignis von ein paar Monaten. Okay. Oh. Jetzt gibt's wieder jemanden, der will, dass ich einer anderen Faction beitrete. Ich glaube, das ignoriere ich, aber. Obwohl, ich bin gerade allein. Nein, ich bin gar nicht in einer Faction, offensichtlich. Ist das personenbezogen und nicht reichsbezogen. Als mein Vater starb, war es das. Naja, da könnte ich ja tatsächlich der Court Faction beitreten, das will die. Strives for Vessel Autonomy and Influence. Ja, das wäre aber nicht so schlecht. Außerdem ist es auch, wenn das ein Kurde ist, und es ist ein Kurde, lieber Kollege, ich bin dabei. Ja. Ja klar, du bist ja nicht dein Vater. Du kannst das noch oftmals machen. Ja. Jetzt mag er mich auch mehr. Nein, er mag mich nicht mehr. Was ist passiert? Ja doch, er mag mich mehr. So. Ah, ich kann noch keinen Militia Training Ground bauen. Weil mir die Technologie fehlt. Castle Infrastructure 2. Hast schon du denn das Geld dafür? Ja, ja. Ich hoffe,
bist bald 16. Dann gebe ich dir nämlich das Gebiet da unten noch zusätzlich. So, in wenigen Tagen wird mein Bruder 16. Bin schon gespannt, wie seine Ausbildung abgeschlossen wird, wie seine Abschlussprüfungen verlaufen. Auf jeden Fall gut, dass wir das schon schaffen. Ja, ich selber habe es ja zum naiven Pisa gebracht. Ich habe Vertrauen in meinen Bruder, dass er auch so gut ist. Komm, Chakoya. Ich bricht das Jahr 881 an und du wirst 16. Das gilt auch für meinen Sohn. Das sind nämlich 16 Jahre seit Beginn des Spiels schon bald. Charismatic Negotiator, das ist nicht das Beste, aber auch nicht übel. Gibt 5 Diplomatie und noch ein paar andere Vorteile. Er hat jetzt 22 Diplomatie und hasst mich immer noch. So, Palliativ dort. Schaut das bei dir aus? Ah, Midas touched. Sehr gut, sehr gut. Nein, du Glücklicher. Naja, seine Gouvernante hat Midas touched gehabt, deswegen habe ich ihn hier ja gegeben. Das gibt Orbis und Deppert nicht nur plus 9 Stewardship, sondern auch plus 15% Fertility. Tja. Und mit dem werde ich meine Domain halten können. Ich werde ihm jetzt einmal Fight übergeben. Und werde schauen, ob das funktioniert. Dass ich Council Position. Ah, mein Sohn ist nicht mehr da. Ich kann da. Ach Gott. Ich kann keinen Typen dort einsetzen. Wieso nicht? Wollen wir mal kurz pausieren? Bitte. Ich muss nämlich irgendwie es schaffen. Ich muss nämlich irgendwie schaffen, einen Court-Imam zu kriegen. Hast du in deinem ganzen Reich niemanden, der geeignet bist? Offensichtlich nicht. Das ist, weil du selber in der Moschee sitzt, wahrscheinlich. Nein, mein Sohn sitzt in der Moschee, aber den habe ich nach Feit geschickt. Ach Gott. Ach so, auch dass er Tribal wird. Ja. Das ist super. Das gehört zu meinem Sohn und nicht mehr zu mir. Das ist spitze. Jetzt habe ich keine. Ach Gott, dadurch habe ich auch das Einkommen durch die Moschee verloren. Ich hoffe, ich sterbe bald. Okay. Und wenn wir gerade beim Thema sind, der Koranschüler, der du beigetreten bist, was ist da der große Nachteil, warum ich dir das nicht nachmachen sollte? Bis jetzt gibt es noch keinen. Nein, es gibt halt Leute, die das andere nehmen, die mögen mich halt nicht so sehr. Opposite Trade Opinions sind minus 25. Ja, also ich mache jetzt allein aus Testgründen, ich werde der Ashare-Schule beitreten. Okay. Genau. Auch wenn das eher, glaube ich, die Fundamentalen sind, ja, was soll's. Ja. Ich glaube auch. So. Ich lese kurz vor. You embrace Ashari, a sunny school of theology that emphasizes tradition, revelation and occasionalism. Ich glaube, das Wort habe ich noch nie gehört. This will increase your piety, but members of the opposing Mutasila school will disapprove. Do it. So. The Ashari school of theology holds that the Quran is eternal and exact, that full comprehension of Allah is beyond human understanding, and that moral truths can only be taught by means of revelation. The clergy of your realm have fully embraced this school, leading to a surge in religious fervor. This is the right path. Ich kriege mal 100 Pietät. Außerdem kriege ich den Trade Ashari.
Dann steigt meine monatliche Pietät ordentlich und der Rest ist wieder Trade Opinion. Jo, jetzt wissen wir, was das in spieltechnischen Terms macht. Okay, ein. Ja. Wie viel Pietät kriegst du noch einmal pro Monat? Eins pro Monat Nicht mehr. schlecht, nicht schlecht. Das ist gut, ja. Was ich fragen wollte, ich muss da jemanden haben, der in einer Moschee ist, der mein Dings wird, oder genügt auch, wenn ich einen Holy Man an den Hof bringe? Ich glaube, Holy Man reicht auch, aber ich weiß nicht mal noch, was die Voraussetzungen sind, dass man Codenamen werden kann. Bis jetzt haben sie nämlich nur, habe ich nämlich nur den Typen aus der Moschee einstecken können. Ich meine, ich habe jetzt einen Es Walimar steht dabei, geholt. er muss nicht notwendigerweise dem Priesterstand angehören, ein Imam, aber was jemanden dazu. Oh, das war vielleicht keine schlechte Idee. Der hat Learning 18. Ich hoffe, den kann ich einstellen. Na, falsch. Tatsache, kann ich einstellen. Der Holy Man reicht. Warte mal. Achso, das ist in Pause. Vielleicht, mit dem hätte ich sogar eine gute Chance, möglicherweise die County Religion zu wechseln. Na, auch nur 4,27%. Interessant. Obwohl der Learning 18 hat. Okay, dann machen wir Cultural Tech. Also militärisch sind meine Leute jetzt nicht so großartig. Aber wir können weitermachen, ich habe ihn Ja, eingesetzt. zwei kurze Neuigkeiten aus Achso, dem Entschuldigung. Liga-Scheichtum. Nein, weil wir können, während wir das Spiel aufnehmen, kann ich das erzählen. Die eine ist, ich habe mich jetzt dazu durchgerungen, meinen Bruder Chakoya, obwohl er mich hasst, aufgrund seines unbestreitbaren Talents zum Großvezier einzusetzen. Ich habe ihn sofort in das Nachbarscheichtum Amadia geschickt, um dort einen Claim zu fabrizieren und vielleicht wird er dabei entdeckt und umgebracht. Soll es sein, wenn das passiert, muss man das in Kauf nehmen. Die zweite Nachricht ist die, ich habe mich dazu, nein, ich habe mich nicht dazu entschlossen, aber ich entschließe mich jetzt dazu, Castle Walls zu bauen in meinem Scheichtum. Nicht schlecht. Weil ich könnte auch Ställe bauen, aber Reiterei bringt mir nicht so viel, da wo ich bin, im gebirgigen Umland. Deswegen Castle Walls. Gut. Mein Prestige ist über Hattest du noch keine 50. Castle Walls? Dann. Ja, Du schon. schon? Ah, meine Tochter ist geboren. Hat mir gerade ein viertes Kind geboren. Das ist nett von ihr. Die Tochter. Ah, warte mal. Sie hat Zwillinge bekommen. Ha! So was. Okay, ich korrigiere. Fünf Kinder. Und einer davon ist sogar männlich, Allah sei Dank und Preis. Hafa kann ich Camel Training Grounds machen. Das ist ja cool. Weil es Tribal ist. Weil es Wüste ist. Aha. Ich hab jetzt kein Tribal mehr. Vielleicht sollte ich das hier wirklich machen. Boah, oder die Casper Town. Die bringt Ja, die habe ich schon auf plus zwei. Die ist super. 2,5 Tax Income. Das ist ja urgenial. Ja, ich habe die schon auf Stufe 2.
Im Militär ist tatsächlich gar nicht so schlecht momentan, weil auch sehr viele meiner Truppen schwere Infanterie sind. Übrigens könntest du schauen, dass du deiner Nichte Yasaman Yuse dort, die 13 Jahre alt ist, einen besseren Guardian gibst. Es ist, glaube ich, die einzige Tochter deines Halbbruders. Kann ich gar nicht mehr einteilen, weil die hat mein Dings, die habe ich meinem Lehnsherrn, der hat mich gebeten, sie auszuwählen. Oh ja. Und sie sehen. Was? Bist du irre? Ich weiß, das kannst du wohl nicht. Kann ich nicht, nein. Heißt es selbst, ach Gott, schon wieder irgendeiner. Warte mal, was? Was? Mein Emir hat Low Bürger Obligations eingeführt. Ist das arg? Ich glaube nicht, dass dich das unmittelbar betrifft. Ja, schon irgendwie, weil meine Fraktion ist jetzt neutral und nicht mehr freundlich ihm gegenüber. So, ich habe ja ur viele Leute in meinem Court. Das finde ich super. Mit den ganzen Typen. Wollte da nicht gerade irgendjemand heiraten? Na, offensichtlich doch nicht. Also ich schaue gerade durch, das Kalifat ist so dezentral, das ist ein Wahnsinn. So. Aber ich gerade die Laws durchschaue, das aber sieht man nichts. Er hat eine Frau. Bald. Ist das arg? Unser Kalif kriegt vielleicht Kinder. Naja, dann kann er sein Talent für alle weitergeben. Hast du nicht auch Töchter, die du in das Kalifat reinheiraten könntest? Ja, wenn ich schneller bin als du. Hafez, wie schon wieder was. My nephew Hafez is modest and humble, never showing off or bragging. Das finde ich gut. Quietly encourage Hafez. Lose 5 Prestige. Und he gains Humble. Humble ist nicht schlecht, vor allem für einen Untergebenen. Thank the greatest for Hafez Virtues. Er könnte proud oder rough werden. Proud ist gar nicht mal so schlecht, da kriegt er Prestige. Aber rough mag ich nicht. Na okay, ich verzichte auf das Ding, auf das bisschen Prestige. Ich glaube, das werde ich aushalten. So, kurze Zwischenmeldung, ich habe mir eine Drittfrau eingehandelt. Wie das? Indem ich sie geheiratet habe, im Wesentlichen. Auch sie hat hohe Intrige. Eine weise Entscheidung von dir. Was könnte ich machen, dass mein Bruder nicht mag? Das ist unmöglich. Das Mädel, das den Kalifen heiraten soll, hat es auf jeden Fall nicht einfach. Also, Die ist nämlich ambitious. Naja, gut, ambitious ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht, aber sie hat die ganzen positiven Eigenschaften, die ihr zukünftiger Mann nicht hat. ja.
Das wird eine glückliche Ehe werden. Könnte eine sehr einseitige Ehe werden. Studiere, warum kriege ich so viel Geld? Wahnsinn, die Moschee, die ich habe, bringt mir sehr viel ein. Ich stelle fest, eine Frau mit hoher Stewardship zu haben, ist nicht ungünstig, was die Steuereinnahmen anbelangt. Und man kriegt einen Modifikator von der State Stewardship und da ist ja die Hälfte des Werts der Frau auch dabei. Oh, es ist etwas passiert. Mein Marshall vermeldet, das ist, glaube ich, der sich letztens einen Stein auf den Fuß gehauen hat. My liege, I was trying to teach the thick-headed peasants of Omir. Das kenne ich irgendwie, diese Meldung. How to use siege weapons when one of them dropped a boulder on my foot. I despair of ever teaching und so weiter und so fort. Gains the trade wounded. Das war jetzt ein anderer Fuß offensichtlich. Es könnte sein, dass das nicht an den Soldaten liegt. Mein Verdacht ist, dass das am Ausbilder liegt. Nein, ist er jetzt sehr verwundert. So. Hochzeit. Du wirst Ich gleich eine sehe es Message gerade. kriegen. Ich sehe es gerade. Meine dicke Nichte liegt Ist nämlich einem gut, dann kommt sie an den ergeblichen Hof, dann kann ich sie ausbilden. Sie ist wirklich hässlich. Aber es ist ja. mir gerade die gleiche Meldung gegeben und ich wollte es dir schicken, aber dann haben wir gedacht, nein, das soll es. Ja, das heißt, ich werde die Frau mal kurz auf sie ausbilden. Das soll ein Guardian, das mache ich selber. Hast du deine Sachen erledigt? Wir sind jetzt offiziell verschwägert. Ja, ich weiß. Ja, weiter Es gibt geht's. Schlimmeres. Wir könnten noch näher verwandt sein miteinander. Das könnte passieren in dem Spiel. Interessant wird es, wenn wir dieselbe Person werden. Was passiert dann? Interessant, ja. Das wird wirklich Das ist, wenn. interessant. Nein, einer von uns beiden hat dann verloren, Naja, na, offensichtlich. ja, genau. Einer von uns beiden erbt zuerst und der andere hat dann quasi verloren. Ja. Außer du schaffst es irgendwie noch, die Erbfolge zu ändern. Das wäre eine Challenge. Hallo, Sir Brot übrigens. Danke für Sir den Tipp. Brot. Was für ein Tipp. Ah, das Stewardship die Domain-Size beeinflusst. Ah, Weil ich vorhin ja. gesprochen habe, hat das Stewardship Ja, und ich habe mir den schon gedacht, Verifikator dass auf es das Einkommen. have So. declared Abbasi religious reconquest of Itil on Ilektatus the Brave. Das ist im Kaukasus. Er wird Und zwar Truppen jetzt bei uns verwenden, aber mich interessiert das nicht dafür. der wird der Leute von uns quasi in den Tod schicken, irgendwo am Kaukasus. Aber warum? Weißt du, was man über den Kaukasus sagt? Selbst im wilden Kaukasus gibt man einer Sau keinen Kuss. Das Ich ist meine, ein das Schüttler. Ding, das Land heißt auch Bortasla. Bortasla klingt irgendwie nicht sehr einladend. Danke, Sir Brot. Udo und ich, wir sind ein bisschen unbedarft in diesem Spiel. Also wir pfuschen hier wild herum. Ein bisschen ist gut gesagt, ja.
Wir wollen gar nicht zu viel wissen, sonst fangen wir an, da zu kalkulieren, wie man das am besten machen kann und Das spielen. tust du doch sowieso schon die ganze Zeit. Ja, ich nicht. Versuch dich nicht rauszureden. Ja. Aber wenn er mir jetzt sagt, dass das die dümmste Aktion war, überhaupt meinen Sohn nach Veit zu schicken, dann akzeptiere ich das auch. Ja, mein Spymaster hat es geschafft, Wissen aus Konstantinopel rauszuziehen. Echt? Das ist ja Ja. urfies. Ich habe das vorher gemacht. Was machst du, Spymaster? Aber leider waren es nur Culture Points, die ich momentan nicht wirklich gut verwenden kann. Wieso nicht? Sir Brot, ich habe wahrscheinlich auch ungefähr so viele, aber die sind Jahre her. Und ich erinnere mich nicht mehr an viel. Welche Dinge hast du seit Jahren? Nein, Sir Brot hat gesagt, dass er viel Spielerfahrung hat und ins Deep gehen kann. Ist okay. Mein lieber Schweiger, wir Ja. sind jetzt noch einmal bei 30 Minuten und um ehrlich zu sein, ich würde ganz gern aufhören, weil ich bin recht müde schon. Ich gehe Jo, schon die nein, ganze es Zeit ist vor eh, mich hin. du, wie gesagt, die 1,5 Stunden würde ich so als Standard machen und die Ja, 3 Aufnahmen. So aus das unserer passt. Kurze. Sehr gut, das ist Hipmod.